Jo, schönen guten Abend. Wir spielen noch mal ein bisschen Elex. Was danach auf uns zukommt, das werden wir noch sehen. Wahrscheinlich eine Runde Psychonauts oder ein bisschen was anderes. Aber das, wie gesagt, werden wir sehen. Ich habe gerade noch mal ein bisschen Bock auf Elex. Werde hier deswegen noch mal ein bisschen ein paar Gegner verdreschen. Ich hoff's. Wir haben nämlich jetzt endlich mal einen Nahkampf-Skill. Also was heißt Skill? Aber wir haben eine Fertigkeit erlernt, die uns mehr Wumms geben sollte. Mal gucken, wie viel Wumms das ist. Und wir müssen auch mal endlich rausfinden, wo dieser verdammte Wald ist. Der Wald, so. Wo könnte der Wald sein, ne? Das ist ja die große Frage. Ist das hier der Wald? Nee, ne? Das ist... Ich weiß nicht mal, ob man in das Gebiet hier kann. Wo könnte der Wald sein? Muss ja irgendwo sein, wo ich schon mal war in der Nähe, ne? Hier hinten vielleicht. Ist, nennt man das den Wald? Nee, das wird man Ruinen nennen, ne? Irgendwie würde ich behaupten, hier oben, ne? Da irgendwie habe ich so im Bauch, entweder hier so das Gebiet, müsste irgendwie der Wald sein, ne? Deshalb teleportieren wir uns mal hoch und gehen dann nochmal raus. Magnesiumfackel, nett. Haben wir schon lange keine mehr gefunden. Oh, Critter. Jetzt sehen wir mal, wie viel Damage wir jetzt auch machen werden. Okay, ich brauche jetzt mal ein bisschen Ausdauer, ne? Kluge Entscheidung. Ja, was heißt kluge Entscheidung? Ich habe den Typ hier erledigt. Das war deine Aufgabe. Ist das ein Panzer? Ja. Okay, das war wieder nur das Klettern-Symbol. Aber hier, Metall... Elektroschrott, Metallschrott, noch mehr Schrott. Okay, mein Freund, du bist unser Testkandidat. Es sei denn, du bist ein Schwacher. Nee, du bist ein normaler Raptor. Shit. Also, wir hauen nicht wirklich rein. Der Skill ist erstmal für die Katz. Ja. Damit hat sich das auch wieder. Da ist unser Bogen immer noch besser. Was irgendwie armselig ist. So, mein Freund, Wache. Zeig mal, was du kannst. Und ich habe keine XP bekommen. Dann kann ich wenigstens das Ding looten. Alter Schwede, wenn ich so eine Wache angreifen würde, die würde uns ja auch voll ausnocken, ne? Wäre ja nix. Oh, muss das so oft regnen hier in diesem Spiel? Das ist ja richtig furchtbar. Gefühlt regnet es hier 80% der Zeit.
Warte mal, hier waren wir schon mal rübergegangen. Wir gehen mal dann den anderen Weg. Warte mal, den Weg wäre ich doch jetzt entlang gekommen, oder? Der führt mich ja auch nur nach da hinten. Was ist denn das für ein Murks? Mhm. Heilpflanze. Noch eine. Wenn wir mal so viel Setzerbrot nur finden würden. Die Quest haben wir nämlich auch noch offen. Oh, was haben wir denn hier? Zigarettenstange. 200 Zigaretten. Das sind also im Prinzip 200 Splitter. Metallschrott, Schwefelbrocken, Metallschrott. Wie geil. 200 Zigaretten, die kann ich gerne öfter finden. Und, oh cool, eine kleine... Oh, hier ist das Gebiet mit den Spinnen. Und die ist immer noch tödlich, okay. Shit. Shit. Renn weg. Die Musik geht schon los. Okay, okay. Wo ist der Gegner? Na gut, die Musik hat nur Nachgehalt. Hier unten ist auch ein Gegner, den ich absolut null fertig kriegen werde. Ui, noch so ein kleiner... Was haben wir denn hier? Ein cooles Spielzeugauto und eine Öllampe. Das ist alles. Shit. Ich hatte mir mehr von dem Karren erhofft. Oh, da unten ist jemand. Sehr schwer durch den Regen zu erkennen, aber ein Rudelführer. Was ist, wenn ich hier drauf schieße? Wie viel Schaden nimmt er? Na, aus der Position könnte ich den fertig machen, ne? Wenn er sich nicht wegbewegt. Oh, das geht. Sehr gut. Aber wenn ein Rudelführer hier ist, müsste dann nicht auch irgendwo noch ein Rudel sein? Und er gibt auch nur 60 Erfahrung, okay. Naja, aber erledigt ist erledigt. No, no.
What the fuck? Ja, so viel zu meinem kleinen Sieg. Ach du Schande. Naja. Können wir ja jetzt nochmal machen, ne? Ich habe ehrlich nicht gedacht gehabt, dass die Kamera beim Springen ist auch so eine Sache, ne? Die geht immer zu weit nach unten. Also die nimmt zu viel Distanz auf. Du kannst da nicht mehr die Höhe einschätzen, wie weit dein Charakter schon gefallen ist, damit du den Jetpack rechtzeitig aktivierst. Das ist der Rudelführer wieder? Nee, das ist ein Raptor. Ich sagte so schön gerade noch, ach, kann ich ja wieder machen. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich dafür hin muss. War ich da hinten? Kann es sein, dass ich da stand? Ja, hier steht nämlich wieder Rudelführer. Oh, was hat er dann gerade angegriffen? Bisschen höher. Ja, jetzt mach ich Headshots, ne? Ey, komm. Na gut, ich ziehe jetzt auf den Körper. Ich schieße zu oft vorbei, ne? Wenn ich versuche, seinen Kopf zu treffen, dann brüllt er nämlich, dann hebt er die Arme hoch und der Pfeil, der geht genau dann zwischen die Beine. Kralle und Zähne, mehr nicht. Ach, das ist schade. Irgendwie so eine Trophäe von einem Rudelführer oder sowas, die dann nochmal extra Kohle gibt, wäre geil gewesen, aber... Ajo, ne? Wie sage ich so gern? Besser als gar nichts. Das für ein komischer Baum. Ist das eine Spitze von einer Tanne, die gerade hier aus dem Baum aus der Erde rausragt? Ja, sieht doch genauso aus. So, hier unten ist wieder ein Gegner. Null Chancen gegen den. Den da. Wir können ja hier nochmal kurz speichern. Also mit dem Schwert garantiert unmöglich. Mal gucken, wie viel Schaden wir mit dem Bogen mittlerweile machen. Ob die Level-Ups da irgendeine Auswirkung haben. Oder ob ich einfach weiterhin gleich viel Schaden mache. Ich jetzt hier echt. Ja. Ich weiß nicht, ob es. Oh, jetzt ist er schon despawned, okay. Geil, ne? Slugbeast nennt sich das.
Wie ihr seht, der spuckt und ein Treffer und ich bin tot. Und ich habe ja auch richtig wenig Schaden gerade gemacht. Also das Ding können wir vergessen. Das hier, genau. Das ist das Mistvieh, wo ich dachte, das ist ein Beißer, aber es heißt Kreischer. Und dieser Kreischer, der macht richtig viel Schaden. Das Problem ist, ich komme nicht ran, weil der immer so weit weg springt. Upp, ihr seht, wie viel Schaden er macht und wie viel ich gemacht habe. Ich habe nichts gemacht. Steaky Steak. Das essen wir gleich zweimal. Was höre ich denn da schon wieder? Wer bist denn du? Normaler Raptor. So. Wo ist er denn? Noch ein bisschen höher. Ich weiß nicht mal, ob ich ihn treffe. Ja, ich treffe ihn. Sehr gut. Rein. Okay. Oh, guck mal, da ist noch einer. Wir machen den auf jeden Fall schon mal mehr Schaden mit dem Bogen als früher. Okay, jetzt kann ich auch wieder zielen. Ich weiß nicht, was das für ein Bug ist, aber ich gehe 100% davon aus, das wird nicht mehr gefixt auf der PlayStation. Das ist ja auch so ein Ding. Auf dem PC kannst du dir irgendwie sicher sein, dass sie nochmal Patches raushauen werden, aber auf der PlayStation, also auf Konsolen allgemein, wird Piranha Bytes hier kaum Patches raushauen. Ich denke, da wird immer nur das Nötigste gemacht. Cool, zwei Raptoren erledigt. Warum liegt denn hier ein Heiltrank in einem Baumstumpf? Wer macht das? Wer geht hier hin und sagt, ich stelle hier einen Heiltrank hin? Okay, da hinten läuft schon wieder ein nächstes Vieh. Ein Beißer. Oh ja, das ist gut, ein Beißer. Solange es kein Kreischer ist, kriege ich es fertig, glaube ich. Es sei denn, es gibt auf einmal großer Beißer oder aggressiver Beißer oder sowas. Die werden ja wahrscheinlich dann einfach wieder höhere Schadenswerte haben und Lebenswerte. Ist das unser Wasserfall mit einem Tunnel hinten dran? Gucken wir mal. Schade. Auch das ist er nicht. Na ja, gehen wir mal über die Brücke. Toi, 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 dass wir das überleben. Wer weiß, was da auf uns lauert am Ende. Bis jetzt waren irgendwie bei den Brücken irgendwie auch immer Banditen. Zumindest ist kein Troll unter der Brücke, der uns aufhält.
Wein, ein guter Becher, ein Mana-Trank. Oh, da hinten. Beißer, okay. Ja, roll dich ja nicht von der Klippe, ne? Ach, das ist ein Bull. Das ist ja gar kein Beißer. Alter Schwede. Sollten wir mal neue Augen kaufen. Oh, wer ist denn das? Weichern. Vielleicht ist das nur eine Wache, aber es könnte ja auch jemand anderes sein. Wie ein Bandit. Oder sowas. Halt, stopp. Das ist der Händler, ne? Hallo, Fremder. Ich habe die besten Waren, die du auf deinen Reisen jemals brauchen kannst. Ja, das letzte Mal hast du mich auch schon angelogen. Mal gucken. Das Beste für einen Abenteurer wie dich. So, Eisenhammer, braune Lederkapuze, Jägerrüstung. Und er ist genauso teuer wie der Rest. Er hat aber auch Setzerbrot. Kostet 5 das Stück. Weil wir finden ja kaum Setzerbrot, dann wäre es vielleicht eine Idee, welches zu kaufen, oder? Mal hier eine Rüstung kann ich verkaufen. Zigaretten haben wir richtig viele gefunden. Da können wir auch noch mal ein paar loswerden. Sagen wir mal 120. Und dann kaufen wir davon Setzerbrot nämlich alles. Und du hast vielleicht auch noch einen Pfeil. Nee, der hat keine Pfeile dabei. Schade. Na egal, Handel akzeptieren. Dann haben wir jetzt schon mal Setzerbrot, ein bisschen mehr. Dann müssen wir nicht mehr so viele suchen oder finden, besser gesagt. Eventuell... Oh, guck hier. Ein Setzerbrot, sehr gut. Und hier ist nochmal eins. Ja genau, und eventuell finden wir welche, wollte ich gerade sagen. Aber damit war es das anscheinend schon wieder. Kann das echt sein, dass da hinten vertrocknete Felsen und Wüste ist, während ein Fluss direkt an denen vorbeigeht? Ah, ein Wiesenkraut. Okay, dann gehen wir hier nochmal runter. Setzerbrot, darf's rauskommen. Oh, da oben sind Critter. Eins, zwei, drei und vier. Ich. Ja, haben die beiden gegeneinander gekämpft oder warum liegt der hier tot rum? Ja, hier waren wir auch schon mal in dem Eck. Frag mich halt immer noch, wo ist dieser ominöse Wald? Ja, das war ein Heiltrank und kein Knopf. Habe ich richtig gesehen. Haha. Ist das Metallschrott? Ja. Oh, guck mal. Das sieht so aus, als ob man da hoch könnte.
Okay, das war's aber schon. Schade. Richtig schade. Bis jetzt habe ich auch noch keine Stelle im Spiel gefunden, wo man mit dem Jetpack so wirklich mal sowas erklimmen könnte oder, ich sag mal, erkunden. Sowas wie ein Jumping-Rätsel oder Quest oder sowas. Das wäre natürlich auch geil. Das wäre an Guild Wars 2 geliebt, die Jumping-Quests. Wir gehen mal oben lang. Oh, scheiße. Was kommt hier angerannt? Ratten, was ist das? Okay, wir könnten es von der Anhöhe töten, wo es nicht hochklettern kann. Aber das ist auch schon alles. Shit, jetzt muss ich doch einen Trank nehmen, ne? Oh, jetzt kommt auch noch ein Critter. Oh. Wenn es kommt, dann richtig. Shit. Boah. Ja, habe ich nicht gerade gesagt? Wenn es kommt, dann richtig. Ach du Scheiße. Was bist denn du für eine Spinne? Bist du der Minecrawler, das Gegenstück hier in der Welt? Und da ist auch noch ein Raptor. Können wir die gegeneinander ausspielen? Das sieht doch wie so ein Minecrawler aus, ne? Natürlich findet er den Weg hier hoch. Ha. Mistvieh. Natürlich, mich erwischt einfach alles, was mich erwischen kann. Und was sind das jetzt? Sind das jetzt Kleriker oder was? Hescher. Was auch immer Hescher sind. Ach, das waren die Verseuchten, ne? Elex-Verseuchten, die sich hier... die nicht das Elex ausgehalten haben, ne? Eindeutig zu hochlevelig das Gebiet. Weg, weg, weg. Einfach nur weg. Hauptsache weg von dort. Oh, ein Versteck. Geil. Da hat die Flucht ja was Gutes gehabt. Oh, cool. Hier unten sind nur Critter. Die holen wir uns. Ah, falsche... falsche Waffe. Da, mein Freund, komm her. Jetzt greif doch mal an. Danke. Boah, ich vermisse, dass es hier kein Backstabbing gibt wie in Dark Souls. Ich würde die so gern die ganze Zeit umkreisen und dann backstabben. Okay, da ist noch der dritte. Shit.
Ja, die Kritter haben ein ganz leichtes Angriffsmuster. Und die haben auch keine große, wie nennt man das, Angriffshitbox. Andere Gegner, da weist er aus und ist einfach trotzdem getroffen. Okay, wir speichern mal. Das ist, glaube ich, der Bandit aus dem Anfangsgebiet. Der war auf jeden Fall zu schwer damals. Der hat immer einen Totenkopf neben sich gehabt. Und es hat sich nicht geändert. Da wir gespeichert haben, versuchen wir es trotzdem mal. Alter Schwede, der nimmt ja gar kein Damage. Was sind denn das immer für Gegner, ne? Null Damage. Dann gehen wir mal hier runter. Vielleicht gucken wir mal gerade auf der Karte, wo wir sind. Wir sind jetzt hier. Wir gehen jetzt in das Gebiet hier. Einfach nur mal, um die Orientierung hier in dem Spiel langsamer zu kriegen. Oh, Critter und irgendwas kämpfen gegeneinander. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Beißer, okay. Ja. Aber schön, dass sie hier die ganzen Revierkämpfe mal wieder so ein bisschen reingebracht haben. Was heißt wieder? Ich kann es gar nicht sagen. In Risen habe ich nur den dritten Teil größtenteils gespielt und da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Ah, hier ist der Unhold, den kriegen wir natürlich auch nicht fertig, es sei denn, der Bogen sagt mir was anderes. Die Nahen noch? Okay, nein, kriegen wir nicht. Aber auch hier muss ich es besser wissen. Ach nee, ich habe nur 27 Pfeile, kannst du knicken. Ich dachte, ich schieße mal von hier oben ab und guck, was dabei rumkommt. Aber mit halt 27 Fallen wird das nichts. Ja, hier ist das Banditenlager, was wir das letzte Mal ausgeräumt haben. Und jetzt sehen wir gleich, ob die wieder nachspawnen, wenn ich hier reinlaufe. Anscheinend nicht sehr gut. Ja, dann können wir jetzt Nickerchen machen. Bis zur Mittagsstunde. Muss ich hier nicht im Dunkeln rumlaufen. Wir springen mal hier durch. Und schon wieder regnet's. Ey, ich weiß nicht, was Piranha Bytes dabei geritten hat. Ob das nun nicht zu Ende getestet ist oder was auch immer, andauernd regnet's hier im Spiel. Können wir hier durch? Jawohl. Hier hätte ich zum Beispiel was versteckt. Na gut, aber der Entwickler anscheinend nicht. Oh, schön, eine Felsassel. Die finden wir auch sehr wenig. Da ist noch ein Setzerpilz, Gott sei Dank. Nee, Setzerbrot heißen sie ja.
Ey, 50 davon finden. Und der NPC sagt noch, die sind überall. Und du findest sie einfach nirgends. Ich laufe hier wie ein Bekloppter durch die Welt und sie sind nirgends. Wahrscheinlich, weil ich sie brauche. Na komm her. Du bist ein Beißer oder ein Kleiner. Ja, und ihr seht, mein schönes Skill-Upgrade auf Nahkampf bringt einen Scheißdreck. Ich mache weiterhin scheiß wenig Schaden. Ich habe halt nochmal 5 Punkte auf Kraft gegeben, damit ich überhaupt dieses Schwert hier benutzen kann. Was genauso viel Damage macht wie eine blöde rostige Axt oder Beil. Und dann habe ich noch einen Nahkampfskill gelernt. Und was ist bei rumgekommen? Ein Scheiß. Also, ich hoffe echt für Elex 2, dass sie das da besser macht. Und da können sie mir noch so oft sagen, das soll Auswirkungen haben. Es hat halt keine Auswirkung. Der pinkelt. Ist ein Bandit. Okay. Und er hat auf einmal einen Totenkopf. Oh, Elexit nehmen wir mit. Da war noch eine Nachricht, die wollen wir auch mitnehmen. Es war alles eine verdammte Lüge. Sie haben abgelehnt, haben mich abgelehnt. Rettung. Alle haben sie die Rettung. Oh, Setzerbrot. Wenn morgen die Welt brennt, erinnere ich mich heute an ihre Schönheit. Das war eine sehr kurze Sprachnachricht und hat mir jetzt nicht sehr viel Input über diese Person gegeben. Auf jeden Fall wurde sie angelogen, hä? Da unten ist ein Beißer. Natürlich kommt er auch sofort an, wenn er mich sieht. Ich muss erstmal den Banditen abschütteln. Ich hoffe, der ist weg. Das sind kleine Beißer, alles klar. Die kriegen wir. Oh, das ist ja ein ganzes Rudel hier. Der erste ist weg. Der zweite auch. Gut, der dritte auch. Und ich verstehe auch nicht, warum die Kleinen genauso viel Erfahrung geben wie die Normalen. Also, mir macht das Spiel ja Spaß, ne? Ich will mich ja jetzt nicht zu viel dran auslassen, aber das ist einfach nicht fertig, das Spiel. Die mussten es einfach raushauen wegen Finanzen und das ist alles. Es hätte noch ein Jahr Entwicklung mindestens gebraucht fürs Feintuning.
Okay, so. Oh, ein Critter. Nice. Auch nur ein Schwacher, sehr gut. So, das dürfte so ein Weltenherz-Setzling sein. Gehe ich mal von aus. Die werden ja in Goliath gezüchtet. Und wir haben ja hier in der Welt dann auch schon ein paar große davon gesehen. Und hier war der Aufzug. Da müssen wir nicht lang. Da vorne ist das Haupttor. Oh, hi. Ja, das ist jetzt die normale Variante des Beißers. Kein Schwacher mehr. Richtiges Mistvieh, das Ding. Na los, komm hier hoch. So, und auch er hat nur 10 Erfahrungen gegeben. Okay, meine letzten 2 Steaks, die ich jetzt verdrücke, da muss ich mal im Lagerfeuer neue machen. Wie viel kriege ich denn hin? 25, sehr gut. Asselfleischteller würde ich natürlich gerne auch mal probieren, aber... Setzerbrot braucht der. Und ich brauche 50 für eine Quest davon. Nur weil ich diesen blöden Typ natürlich keine himmliges Brot als Proviant aushändigen will. Wenn du Ray irgendwo siehst, dann gib mir Bescheid, okay? Okay, ich habe also Ray nirgends gesehen bis jetzt. Ich kann mich ja nicht an jeden Namen erinnern hier. Und der hier, der will ein Zahnrad von uns. Fehlt mir die Zeit. Ich sehe, wie dir die Zeit fehlt. Falsche Taste. Wir müssen das Fleisch wieder ausrüsten. Okay. Vielleicht ist das ja hier unten der Wald. Gucken wir mal. Also. Hier ist kein Stormson versteckt. Oh. Los. Stich. Jetzt konnte ich auch um ihn herum tanzen, wie ich wollte. Ich bin einfach nicht in seine tote Zone gekommen. So, nochmal 2 Steaks. Ich glaube, wir springen hier einfach mal runter, oder? Und gucken, ob hier irgendwo Stormson im Wald ist. Und wo ist es denn auf der Karte? Wo sind wir denn jetzt?
Wir sind jetzt hier. Zoomen wir mal ran. Ne? Könnte ein kleines Waldgebiet sein, ja. Da haben wir ja auch schon mal Hütten gefunden. Vielleicht haust er ja in einer von denen. Aber ich glaube, die hier hatten wir noch nicht entdeckt. Nee, da ist ja auch noch Tagebuch eines Verbannten. Gucken wir mal. Da. Ab vom Schuss. Sie wollten mich loswerden. Ich habe mich einfach zu sicher gefühlt. Aber ich werde Ihnen zeigen, dass ich hier überleben kann. Ich wünschte, ich könnte mich nochmal in das verfallene Gebäude oben in Goliath schleichen. Am liebsten bin ich immer auf dem Dachboden geklettert. Dort hat niemand einen gesehen und man hatte einen wundervollen Blick nach unten. Na gut, das könnte vielleicht ein Augenzwink sein, dass da oben eine Truhe war. Oder Gegenstände. Das war alles. Schade, aber gut. Kann man verstehen, hier werden die ganzen Leute runtergeschickt, die verbannt werden aus Goliath. Die haben natürlich dann nichts mehr. Hier rechts war noch eine Hütte und da hinten auch noch auf dem Felsen. Oh, Setzerbrot. Nice. 42 jetzt. Okay, auch hier scheint sich kein Stormzorn eingenistet zu haben. Dann hier oben die Hütte noch checken. Da brennt zumindest mal ein Feuer. Nee, aber auch hier ist niemand. Na gut, dann ist er ja schon mal nicht hier. Zumindest nicht in den Hütten, ne? Will nicht ausschließen, dass er hier nicht irgendwo im Eck rumkauert oder sowas und wir ihn finden müssen. Oh, da hinten sind die Hornwölfe. Und das waren, glaube ich, die normalen, ja. Scheiße. Da speichern wir kurz. Aber die sind verdammt zäh. Die kriege ich auch nicht mit einem Schwert down. Haben wir festgestellt, ich mache kaum Schaden. Die Beißer gehen immer noch nicht. Oh, Setzerbrot. Nice. 42. Hier, das ist ein Weltenherz. Wundert mich, dass hier keiner von den Dings ist. Von den Berserkern und das beschützt. Weil bis jetzt waren alle Berserker eigentlich immer an so Weltenherzen positioniert hier in der Welt außerhalb von Goliath. Das ist natürlich mal interessant, dass hier jetzt keiner ist, weil die wollen das eigentlich beschützt sehen. Weil diese Herzen hier sind dafür verantwortlich, dass diese Welt hier grün ist, also dass hier alles blüht und gedeiht, weil irgendwie tun die, was weiß ich, die Seuche filtern oder sowas und deswegen kann hier dann wieder Natur gedeihen. Und wir haben ja einen kurzen Blick schon aufs Wüstengebiet gesehen gehabt. Der Rest der Welt wird wahrscheinlich eher so Einöde sein. Oh, 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 speichern. Das könnten die Alps sein, die wir suchen sollen. Aber wir können wahrscheinlich mit denen reden. Halt, keinen Schritt weiter, wenn dir dein Leben etwas wert ist. Commander Nezol, wenn ich mich nicht irre.
Was? Wie kannst du meinen Namen kennen, Mensch? Aber ja, jetzt erkenne ich dich. Commander Jax. Aber das ist unmöglich. Man sagt, du seist... exekutiert worden? Tja, fast hätten sie es tatsächlich geschafft. Wie ich sehe, bist du nun dein eigener Herr. Und dein Gesicht. Du hast deine Elex-Kräfte verloren, nicht wahr? Das ist gut. So haben wir eine reelle Chance gegen dich. Das ist ja... Danke, dass du mir das sagst. Erst denken, dann handeln, Commander Nesol. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Nur zu, ihr Separatisten seid keine Gefahr für mich. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Nicht? Warum hast du dich dann in unsere Nähe begeben? Du bist jetzt ein Abtrünniger. Wie wir Separatisten auch. Aber heißt das auch, dass du dich unserem Kampf gegen die Elexatoren anschließen wirst? Also, ich will einfach nur keinen Ärger mit euch. Ich werde meine Rache kriegen und wenn ich dabei untergehe... Nein, der Direktive ist Folge zu leisten. Also eigentlich auch den Elexatoren. Okay. Ich will einfach nur keinen Ärger mit euch. Ich will nur keinen Ärger mit euch. Nun gut, ich glaube dir. Obwohl, ich spüre so etwas wie Überraschung darüber. Ich wundere mich, wie es ein einzelner Alp geschafft hat, sich der Kontrolle des Elex zu entziehen. Auch wir versuchen, keine Sklaven des Eises mehr zu werden. Doch haben wir schwer zu kämpfen mit dem Elex-Entzug. Wir können dem Elex nicht ganz entsagen, auch wenn wir es gerne wollten. Warum seid ihr zu den Separatisten übergelaufen? Okay. Warum seid ihr zu den Separatisten übergelaufen? Wir waren Teil einer Kommandoeinheit der Alps. Alles begann nach einem verheerenden Angriff der Berserker. Wir waren einige Tage vom Elex-Nachschub abgeschnitten. Einige von uns begannen Gefühle zu entwickeln, einige sogar zu träumen. Es kam zu einem Zerwürfnis zwischen dem vorstehenden Elexator Parsec und uns. Wir sahen, wir fühlten, etwas stimmte nicht. Es gingen Dinge in Xakor vor, die wir nicht gutheißen konnten. Elexator Parsec merkte das und ließ uns hierher versetzen. Was ist dann passiert? Wir entfernten uns von unserer Einheit und flohen in die Wildnis hier. Wir konnten nun sehen und wir wussten, die Elexatoren würden alles versuchen, um das wieder zu ändern. Die Alps beschwören den eigenen Untergang herauf. Sich den Separatisten anzuschließen, ist die einzige logische Schlussfolgerung auf die geschehenen Ereignisse. Um die Alps zu retten, müssen die Elexatoren abdanken und die alte Direktive muss wieder befolgt werden. Wir müssen uns endlich wieder erinnern, wer wir einst waren, vor den Elexatoren. Wie steht ihr zu den freien Menschen? Es muss einen anderen Weg geben, Elex zu fördern, als die freien Menschen in die Konverter zu stecken und auszubeuten. Nun, wir denken, irgendwann werden die Alps gewinnen. Aber was dann? Was passiert, wenn es kein Elex mehr gibt? Was passiert, wenn wir alle Rohstoffe verbraucht haben? Wir fürchten, das könnte den Untergang für alle bedeuten. Ihr versucht also wirklich, das Elex abzusetzen? Wir wollen uns nicht länger damit vergiften. Wir nehmen es noch, aber es kontrolliert uns nicht mehr. Das glaubt ihr wirklich, oder? Würde ich mich so gegen die Elexatoren äußern, wenn es nicht so wäre? Nein, wir bewahren uns lediglich die Stärke des Elex, soweit es nicht unseren freien Willen einschränkt. Es wird schwer, den freien Menschen dies zu vermitteln, solange ihr es immer noch nehmt, auch wenn es wenig ist. Die Outlaws haben ihre Stims, die Berserker das Mana und die Kleriker ihren Gott. Sie werden es akzeptieren. Aber was ist mit dir? Können wir dir denn trauen? Okay, Elexator Kallax ließ mich exekutieren. Ich schulde den Elexator nix. Sieht ganz so aus, als hättet ihr keine andere Wahl. Würdet ihr das Elex aufgeben, um einer anderen Fraktion beizutreten? Elexator Kallax ließ mich exekutieren. Ich schulde den Elexatoren nichts. In Ordnung. Dann hast du dich offenbar ebenfalls von ihrem Einfluss befreien können. Würdet ihr das Elex aufgeben, um einer anderen Fraktion beizutreten? Nein. Elex ist noch ein Teil von uns und wir werden selbst entscheiden, wie lange noch. Wir sind jetzt freie Menschen und werden nicht den einen Herrn durch einen anderen austauschen.
Wann habt ihr Elexitor Kallax das letzte Mal gesehen? Ich glaube, da wart ihr beiden noch auf dem Schlachtfeld und habt zusammen gegen die freien Menschen gekämpft. Ist also schon eine ganze Weile her. Was genau macht ihr hier in Edan? Wir verstecken uns vor den Alps und versuchen zu verstehen, was mit uns geschieht. Wir beginnen, Dinge zu spüren. Ja, ich weiß. Der Elex-Entzug ist hart. Alles ist neu. Ungewohnt. Aber wir spüren auch Hoffnung. Hoffnung, dass die freien Menschen uns Schutz gewähren könnten. Schutz vor unseren eigenen Artgenossen. Ich könnte mit den Berserkern reden. Wenn du einem geeigneten Berserker begegnest, der sich mit uns hier draußen beschäftigt, überbringe ihm eine Nachricht von uns. Sag ihm, dass unsere Gruppe hier einen Waffenstillstand will und um Schutz vor unserem gemeinsamen Feind bittet. Du sprichst von Asyl? Egal, wie die Unterstützung aussehen mag, wenig ist besser als nichts. Es würde vermutlich schon reichen, wenn wir nicht auch noch von den Berserkern gejagt würden. Geh und sprich mit ihnen. Du bist nicht mehr so wie wir. Auf dich werden sie hören. Hey, das heißt, wir sollten sie ja eigentlich töten, ne? Jetzt können wir sie vielleicht als Verstärkung in das, nach Goliath bringen. Wenn ich das jetzt sage und ihnen sage, ich soll euch umbringen, ganz schlechte Idee. Wo ist euer Hauptquartier? Erst wenn du uns hilfst, werden wir dir so weit vertrauen, dass wir dir solche Informationen geben. Sag ich mal, Ende, so. Cool. Danke, dass ihr das hier liegen lasst. Ich nehme es gerne mit. Eisenerz, ui, das nehme ich auch mit. Okay, nur der eine hat einen Namen. Aber da liegt doch noch was. Mana-Trank. Metallschrott. Noch mehr Metallschrott. Ja, jetzt nehme ich denen so ein bisschen ihr Zeug weg, aber gut. Die haben diese fetten Rüstungen an, die kommen schon klar. Oh halt, Setzerbrot. Und da ist auch nochmal eins. Ei, meine Augen schärfen sich. Ich sehe es immer besser. Oh weh, da ist ein Affe da hinten. Schon. Noch einen Schlag. Danke. So, wie heißt denn der Affe? Stalker. Ach, stimmt. Den Namen habe ich auch schon mal gelesen gehabt. Ja, ja, das ist auf jeden Fall... Oh, nee, hier kommen die Spinnen. Alles Todesgegner. Wir speichern noch mal kurz ab. Immer speichern beim Gothic-Spiel. Und dann gucken wir uns hier die Gegend an, ohne auf den Affen einzugehen da. Scheiße. Ja, darfst ruhig mitkommen. Komm mit. Genau. Oh, Setzerbrot. Shit. Ich hätte es nicht aufheben sollen. Aber ja, wir haben ja deswegen gespeichert. Junge, Junge, Junge. Was ich da wohl für eine Rüstung brauchen werde, um gegen die anzukommen. Aber diese kleine Geschichte hat mir gezeigt, dass hier noch Setzerbrot liegt. Und hier auch. Geil. Jetzt haben wir davon ein bisschen... Oh, hier auch nochmal. Und dann gehen wir hier mal nicht zu nah hin, sondern gehen hier direkt mal wieder an Land.
Da hinten ist der Hornwolf. Giftgebiet, okay. Na gut, dann kommen wir hier jetzt anscheinend nur noch zu dem Gebiet, wo ich schon war. Und dann teleportieren wir uns mal nach Goliath zurück. Und reden mal mit ein paar Personen, ob Asyl gewährt werden kann. Ist eine spezielle Aufgabe, wenn ich euch beitreten will. Richtig. Also hör gut zu. Um den Sieg gegen die Alps auf unserem Boden zu ermöglichen, waren wir gezwungen, unsere Kräfte zu bündeln. Wir können es uns aber nicht erlauben, die anderen Gemeinschaften aus dem Auge zu verlieren. Darum wird es deine Aufgabe sein, mir den Bericht aus mindestens zwei der anderen großen Städte zu bringen. Welche das sind, sei dir überlassen. An deiner Stelle würde ich fürs Erste das Fort in der Wüste von Tavar aufsuchen. Oder aber du brichst zum Relikt von Abessa auf. Ansonsten schlag dich bis zum Hort der Kleriker nach Ignadon durch. Ah, okay. Ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Ich kann diese Aufgabe auch jemand anderem übertragen, wenn dir das lieber ist. Aber dann wird sich dir niemals die Möglichkeit bieten, uns beizutreten. Was für ein Arsch. Außerdem hört es sich schwieriger an, als es ist. Komm nicht vom Weg ab. Dann sollte es ein leichtes sein, dein Ziel zu erreichen. Vergiss nicht, was der Preis für deine Bemühungen sein wird. Die Geheimnisse unserer Magie vertrauen wir nicht jedem an. Unsere Feinde kennen ihre Macht. Was meine Unterstützung angeht. Wie mache ich mich? Angrims Test hast du bestanden. Das war gut. Born sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Wie ich hörte, hast du einen verbotenen Handel mit einem Outlaw aufgedeckt. Respekt. Bei den Werkern am Schlund hast du wohl jemandem keinen Gefallen getan. Zumindest höre ich nicht nur Gutes von dort. Meine Frau scheint große Stücke auf dich zu halten. Meine Männer vom Mana-Schrein sind zufriedengestellt. Ich nehme an, dass sie das Elex zurückhaben, ist dein Verdienst. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Alter Schwede, was ist mit dem denn nur los? Was meine Unterstützung angeht. Gibt es sonst noch etwas, das ich für dich tun kann? Dir ist es richtig ernst, was? Da ich dir meine Aufgaben nicht übertragen kann, wirst du dich anderweitig nützlich machen. Die Setzer liegen mir ständig mit irgendeinem Kram in den Ohren. Das muss aufhören. Geh und such Irdor auf. Hör dir an, was er will und kümmere dich darum. Es gibt schließlich immer was zu tun und er bildet da sicher keine Ausnahme. Ja, interessant. Ich weiß nicht, wer er dort, beziehungsweise wo er ist. Ich glaube, mit ihm haben wir schon mal geredet. Na gut, aber dort fragen wir anscheinend nicht nach Asyl. Was sagt hier Duras? Ende? Nee. Luda, Cormac, okay, du kannst mir nur was beibringen. Ja. Ja, hier, Nahkampfwaffen, das haben wir gemacht und wir machen nicht sonderlich viel mehr Damage. Für Fernkampf brauchen wir noch 10 Geschicklichkeitspunkte, weil wir einen Ring tragen, der uns Geschicklichkeit gibt. Könnte man theoretisch mit dem nächsten Level Up erreichen, aber ich bin da so ein bisschen zwiegespalten mittlerweile, weil ich einfach nicht weiß, ob es was bringt. Ja, dann gucken wir mal, ob wir Irdor hier irgendwo finden.
Nicht, dass der auch irgendwo anders, irgendwo und nirgendwo steckt. Aber war hier oben nicht eigentlich Harkon? Nee, der war hinten beim Rüstungsschmied. Wache. Wache, Wache. Nee, kein Edo. Kaldrim. Zeig mir deine Ware. Genau, zeig mal. Warte mal, rostige Axt, Nahkampfwaffen plus 10%. Na gut, das heißt 24. Na gut, das gibt ja dann nicht so sonderlich viel mehr Damage. Aha. Das will es erklären. Tja. Das heißt, der mehr Wumms, der kommt eigentlich bei den guten Waffen hier später besser zur Geltung. Ja gut, dann machen wir mal weiter. Erstmal mit Ankrim reden. Was macht die Berserker aus? Wir bedienen uns der Kraft der Natur und lehnen Technik rundheraus ab. Denn die Technik kann uns nichts geben, was wir nicht schon haben. War diese Welt einst eine leere Einöde, bringen wir sie wieder in Form. Um es klar auszudrücken, wir sind die Zukunft der Menschheit. Wie stehst du zu den anderen Gemeinschaften? Gemeinschaften? Meinst du etwa diese streunenden Hunde der Wüste? Das Pack schimpft sich Outlaws. Und genau das sind sie auch. Gesetzlose Wegelagerer, die nur sich selbst im Sinn haben. Und die Kleriker beten einen Gott an, der nur Tod und Zerstörung bringt. Sie leben auf kargem Fels. Und wir sind alle besser dran, wenn sie dort bleiben. Leider werden in letzter Zeit immer mehr von ihnen außerhalb ihrer Heimat gesichtet. Was stört dich daran? Eine ganze Menge. Das eigentliche Problem liegt darin, dass sie ihre Reihen mit neuen Rekruten aufstocken. Noch sind sie uns an der Zahl unterlegen. Aber wer weiß, wie lange das noch der Fall sein wird. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist bereits jemand unter uns, der ihre falsche Lehre verbreitet. Jemand müsste dem Ganzen ein Ende setzen, bevor sich unsere eigenen Leute gegen uns wenden. Wegen des Klerikers. Übertrage mir diese Angelegenheit. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Warum solltest ausgerechnet du das schaffen, woran sich der halbe Eisenclan die Zähne ausgebissen hat? Weil ich weiß, wen du suchst. Bist du dir sicher? Falsche Anschuldigungen sind eine schwere Sache. Ganz sicher. Ich bin hier bereits einem Kleriker begegnet. Dann hat sich diese Ratte hier lang genug eingenistet. Ich will ihn tot sehen. Und du wirst das unverzüglich erledigen. Okay. Und du, was schießt du hier so rum? Guck mich böse von der Seite an. So, dann können wir eigentlich nur mit Harkon noch reden. Ich habe deine Alps gefunden. Und jetzt bringst du mir ihre Köpfe, will ich hoffen. Nein, ich habe mit ihnen gesprochen. Du hast was getan? Ich hoffe für dich, dass du einen guten Grund dafür hattest. Und wenn sie deine Männer gar nicht getötet haben? Ach, und wer soll es dann gewesen sein? Diese Separatisten möchten nicht mehr gegen die Menschen kämpfen. Ha, dass ich nicht lache. Wollen sie jetzt Frieden oder was? Sie bitten um Schutz vor dem gemeinsamen Feind, den Alpsoldaten.
Ist das dein Ernst? Alps, die um Schutz vor anderen Alps bitten? Wo sollen diese schutzbedürftigen Alps denn sein? Ich warne dich. Erzähl mir keinen Mist, klar? Sonst komme ich noch auf falsche Gedanken. Oh weh, das ist jetzt eine schwerwiegende Entscheidung. Der hasst nämlich die ganzen Alps. Der wird sie doch sofort umbringen, wenn ich die Wahrheit sage. Ich denke, es ist besser, wenn ich das für mich behalte. Ich hab's gewusst. Ich habe dir von Anfang an nicht getraut. Du deckst einen Haufen Alps und gibst es auch noch zu. Verschwinde aus unserer Stadt, du Verräter. Sonst mache ich dich einen Kopf kürzer. Dich, Arschloch, hol ich mir. Und hilft mir jetzt keiner? Ich hätte speichern sollen, ne? Ich mache auch keinen Schaden bei ihm, ha? Interessiert keiner, aber sobald ich einen angreife, bam, ne? Geh ich voll auf die Schnauze. Ja, mir gehen die Trinke aus. Und der Baum, der ist echt im Weg hier, ne? Oh, ich gewinne ja doch. Der Tod von Hakon wird die Geschichte verändern. Hakons Schlüssel erhalten. Wir speichern auf dem zweiten Spielstand. Im Notfall lade ich gleich den ersten. Okay. Das ist, denke ich mal, die Hütte von Hakon. Für was habe ich die Spur? Lass das. Na gut, ich mach nichts. Wer auch immer das gesehen hat. Hier drin ist nämlich keine Sau. Was machst du hier?
Oh, Speer. Goldbrocken, kleiner Trank. Die vertrauen echt einander, so wie die ihr Zeug hier überall liegen lassen. Dann gehen wir mal direkt zu Ragnar hoch. Die Sache ist, ich kann ja jetzt doch gar nicht mehr bei der... Wie kriege ich die Alps jetzt hier rein? Naja, wir gehen zu Ragnar, mal gucken, was der zu sagen hat. Wundert mich, dass mich bis jetzt auch noch keiner hier irgendwie festhält und sagt, hey, du Lump, was hast du getan? Du kommst jetzt ins Kitchen. Was sagt denn Duras? Okay, nix. Das interessiert keinen, oder was? Was meine Unterstützung angeht, wie mache ich mich? Deinetwegen sind gute Leute gestorben. Nur weiter so, wenn du das Vertrauen in dich schmälern willst. Angrimmstest hast du bestimmt bei den Okay, also das wird zumindest dort festgestellt. Die Frage ist, ich wünschte, die hätten hier auch mal richtige Bilder. Machen wir mal die automatische Speicherung. Mal gucken, wo die gespeichert hat. Hoffentlich nach dem Gespräch mit, nein, direkt davor. Dann halt 46. Dann müssen wir mit Angrim jetzt nochmal reden. Aber das kriegen wir ganz schnell hin. Drücken wir einfach durch. Kennen wir ja alles. Okay, dann haben wir das schon mal wieder angenommen. So. Wir haben ja noch einen. Dann schicken wir ihn einfach mal nach Norden. Dann stirbt er vielleicht irgendwo einfach in der Natur. Und das wird uns nicht angelastet. Wieso hast du die Alp so sehr? Warum? Ganz einfach. Die Alps sind so voller Elex, dass von ihrer Menschlichkeit nichts mehr übrig ist. Und Elex steht gegen alles, wofür wir stehen. Das sieht man schon an ihren Konvertern. Wie emotionslos muss man geworden sein, um eine Maschine zu entwerfen, die Menschen, Tieren und Pflanzen ihr Elex entzieht. Die Alps zerstören die Natur. Das können wir nicht zulassen. Sie müssen alle sterben. Ihre Mutantenbrut eingeschlossen. Gibt es auch etwas, das du nicht umbringen willst? Blöde Frage. Unsere Gründerväter wussten schon, dass man verflucht vorsichtig sein muss, wem man Vertrauen schenkt. Sie haben uns gelehrt, dass unser Eins keiner Versuchung nachgeben darf, die außerhalb unserer Mauern auf uns wartet. Und sie taten gut daran. Schließlich haben sie als Erste miterlebt, was für abartige Züge die Technik beinhaltet. Jeder, der einen Mutanten zu Gesicht bekommen hat, kann das nicht leugnen. Für mich hört es sich fast so an, als würdest du die Alps um ihre Macht beneiden. Ha! Ein voll ausgebildeter Alp-Commander oder gar ein Elexitor mag ja ein mächtiger Mann sein. Aber die wahre Macht findest du nur im Siegeswillen und im Kampfgeist. Du siehst jedenfalls nicht so aus, als hättest du die Kräfte eines Alp-Commanders, oder? Nein, aber mit der richtigen Menge Elex und der entsprechenden Ausrüstung. Wärst du nur ein weiterer Handlanger in der Reihe ihrer seelenlosen Marionetten. Ach, egal. Lassen wir das. Kümmere dich besser um deine Kampfkraft. Es gibt viele Möglichkeiten, diesen Krieg zu gewinnen. Ein starkes Schwert, unsere ebenfalls sehr effektive Kampfmagie und ein starker Wille werden dich voranbringen, Freundchen. Aber Spinnerei gehört eindeutig nicht dazu. Ich habe deine Alps gefunden.
Und jetzt bringst du mir ihre Köpfe, will ich hoffen. Nein, ich habe mit ihnen gesprochen. Du hast was getan? Ich hoffe für dich, dass du einen guten Grund dafür hattest. Wir reden hier von Separatisten. Separatistische Alps? Das kann ich kaum glauben. Diese Separatisten möchten nicht mehr gegen die Menschen kämpfen. Ha, dass ich nicht lache. Wollen sie jetzt Frieden oder was? Sie bitten um Schutz vor dem gemeinsamen Feind, den Alpsoldaten. Ist das dein Ernst? Alps, die um Schutz vor anderen Alps bitten? Wo sollen diese schutzbedürftigen Alps denn sein? Ich warne dich. Erzähl mir keinen Mist, klar? Sonst komme ich noch auf falsche Gedanken. Sie sind im Norden, beim Konverter. Das ist ja völlig woanders, als ich vermutet hatte. Na schön. Ich werde einige meiner Männer zu den Alpseparatisten schicken. Wenn sie nicht auf Krieg aus sind, dann werden auch wir uns zurückhalten. Bin gespannt, ob wir eine friedliche Lösung finden können. Hier hast du ein Zeichen meiner Anerkennung. Oh Mann, tu mir doch nicht sowas an. Das tut ja echt weh. Dass dieser aggressive Mann auf einmal dann doch nett ist. Aber vielleicht lügt er ja auch nur. Wieso? Sie sind im Westen. Na schön. Ich werde einige meiner Männer zu den Alpseparatisten schicken. Wenn sie nicht auf Krieg aus sind, dann werden auch wir uns zurückhalten. Bin gespannt, ob wir eine friedliche Lösung finden können. Hier hast du ein Zeichen meiner Anerkennung. Oh weh, wenn das nicht mal die falsche Entscheidung war. Hätte ich vielleicht doch sie woanders hinschicken sollen, aber beim Konverter sind wahrscheinlich fiese Alps. Und bringen dann die Männer um, ne? Und das würde eigentlich nur hier seinen Standpunkt festigen, dass er dann wirklich recht behält, dass man die Alps umbringen sollte. Ja, gute Frage. Zeig mir deine Ware. Verstanden. Wir brauchen noch ein bisschen Kohle, deswegen verkaufen wir etwas. Und zwar Zigaretten. So. Und jetzt gucken wir mal, wann wir das nächste Level abhaben. Technik lieber stecken, sonst passiert noch jemandem etwas. Okay, scheiße. Das nächste Level ist ja noch meilenweit entfernt. Auf jeden Fall haben wir einer weiteren Person jetzt nochmal geholfen hier im Ort. So, ich habe Stormson da unten ja nicht gesehen gehabt. Die Frage ist jetzt einfach, wo ist er, ne? Soll ich danach mal googeln, weil ich suche jetzt hier schon seit gefühlt 3 Streams nach ihm. Und ich habe absolut null Ahnung, wo ich ihn jetzt, wo dieser blöde Wald ist. Da ist ja auch nichts auf der Karte irgendwie markiert, wenn man es mal gefunden hat. So, Quest spurlos verschwunden. Genau, das ist es. Also. Er ist im Hort der Kleriker. Ist das ein scheiß Witz? Krass. Dann kann ich ihn natürlich da nirgends finden. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Ort der Kleriker war hier.
Und wir sollen ja eh einen Bericht daraus bringen. Also warum nicht gleich hingehen? Ja, gut. Gespeichert hat er gerade automatisch. Das ist schon mal gut. Da ist schon mal ein Haufen Leute. Keine Ahnung, ob die mich jetzt direkt angreifen. Vielleicht kann ich aber mit denen auch reden. Ich habe ja noch keine Berserker-Rüstung an oder sowas. Interessant. Outlaw. 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 Zu viele Ohren, die zuhören. Noch ein Outlaw. Ist das dein Ernst? Und die hockt hier echt in Knien, wie so ein Japaner auf dem Boden. Vor der Tonne. Geht's dir gut, Mädel? Tut mir leid. Hunter. Willkommen im Lager der Unreinen, wo sich die armen Seelen treffen, die diese stinkenden Kleriker nicht in die Stadt lassen. Was macht ihr hier? Sag mal, hörst du mir nicht zu? Wir warten hier darauf, dass sich die feinen Herren Kleriker dazu entschließen, uns in die Stadt zu lassen. Es gibt einige Outlaws in der Stadt, die die Kleriker bereits bearbeiten, dass die Eingangskontrollen gelockert werden. Aber sowas braucht Zeit. Ich möchte auch in die Stadt. Hast du es denn schon versucht? Nein. Da du kein Outlaw bist, würde ich es an deiner Stelle erst einmal versuchen. Wenn er dich wegschickt, dann komm wieder zu mir. Ich wüsste vielleicht, wie du hineinkommst. Das ist allerdings mit etwas Risiko verbunden. Wie soll das alles bloß enden? Na, ich denke, ach so, nee, da ist eine Schutzkuppel drüber. Dann werde ich wahrscheinlich dort nicht reinfliegen können. Das stand gerade verboten, oder? Ganz kurz. Für so ein Aufblitzen, meine ich, habe ich das gesehen? Jo. Also, können wir hier knicken, irgendwas zu looten? Dann versuchen wir doch einfach mal in die Stadt zu kommen. Finde ich eigentlich auch recht gut von den NPC, dass er uns hier gesagt hat, geh doch mal hin und probier's erstmal. Habe ich ehrlich gesagt nämlich nicht erwartet, dass das passiert. Ja, dann gehen wir mal in die Donnerkuppel. Halt! Keinen Schritt weiter! Ohne gültige Zugangskarte wird niemand mehr in die Stadt gelassen. Woher bekomme ich eine Zugangskarte? Gar nicht mehr. Wir haben Weisung, niemanden mehr hineinzulassen. Diese Stadt ist ein Pulverfass und wir Kleriker versuchen alles, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Wir können es uns nicht leisten, noch mehr schädliche Elemente in die Stadt zu lassen. Die Outlaws scheinen mit unserer Führung nicht ganz zufrieden zu sein. Aber ohne Ordnung und Gesetze kann keine Zivilisation bestehen und wir können hier keinen Aufstand gebrauchen. Es gibt eine Menge Leute, die nicht in die Stadt kommen. Mit denen kannst du dich ja zusammenschließen. Sie haben sich weiter draußen in einem der alten Häuser eingenistet. Okay. Der ist harsch und was hat er sich gemerkt, dass ich gefragt habe, ob ich in die Stadt darf? Wie steht es um Truppenbewegungen der Alps hier in der Gegend? Tja, hier in Abessa ist eine Menge los, kannst du dir vorstellen. Was vor allem daran liegt, dass wir uns hier so nah an Xakor, dem Eisland im Norden, befinden. Mich interessieren vor allem die Elexitoren. Jetzt, wo du es sagst, Elexitor Kallax ist vor ein paar Tagen mit seinen Soldaten und einer Truppe Kampfmaschinen hier vorbei Richtung Norden gezogen. Keine Ahnung, was er hier wollte, aber er schien sich nicht für unsere Stadt zu interessieren. Kallax zog in den Norden. Wie lange ist das her? Ich sagte ja, ein paar Tage. Er ist mit Sicherheit schon wieder in der Hauptbasis der Alps, im Eispalast oben in Xakor. Warum interessiert dich das? Du bist doch nicht so lebensmüde und willst es mit den Elexitoren aufnehmen, oder? Nein, ich bin noch nicht so weit. Aber es ist gut zu wissen, was der Feind vorhat und wo er sich gerade befindet. Oh Mann! Noch so ein Spinner mit Heldenkomplex. Ich hoffe, das ist nicht ansteckend. Komm mir bloß nicht zu nah. Oh, das ist eine Macht, hä? Komm mir bloß nicht zu nah. Bup. Bin ich 10 Meter von ihm weg. Okay, gucken wir uns mal so um. Vielleicht sind wir ja gar nicht auf die angewiesen da drüben. Vielleicht finden wir unser eigenes kleines Schlupfloch.
Weil wäre schön, wenn wir es auch und auf andere Weise lösen können. Ich meine, in Gothic 2 konntest du ja auch über die Felsen ins Meer springen, beziehungsweise über die Mauer klettern, auch zum Hafen. Oh, guck mal, wäre es hier noch einer. Halt! Ohne ID wird niemand in die Stadt gelassen. Lass mich durch. Ich möchte in die Stadt. Dann geh zu Gregor am anderen Tor. Er ist der Einzige, der die Erlaubnis hat, neue IDs auszustellen. Es werden nicht mehr sehr viele Leute reingelassen. Das liegt wohl auch daran, dass so viele verdammte Outlaws versuchen, in die Stadt zu kommen. Wie ist die Lage in der Stadt? Die Stadt steht kurz vor der Explosion. Outlaws, Berserker, Kleriker. Alle auf einem Haufen. Ich sage dir, das wird nicht mehr lange gut gehen. Man sollte sich gut überlegen, wem man hier einen Gefallen tut und wem nicht. Besonders diese verdammten Outlaws überall gehen mir auf die Nerven. Du scheinst Outlaws nicht leiden zu können. Wundert dich das? Wir haben viel zu viele von ihnen in der Stadt. Sie machen nichts als Probleme. Und draußen vor der Stadt auf dem alten Hof hängen schon wieder ein halbes Dutzend von ihnen herum. Ich wünschte, irgendjemand würde sie einfach vertreiben, wenn du verstehst, was ich meine. Du willst, dass die Outlaws vor der Stadt sterben? Wow, wow, wow. Immer langsam. So habe ich das nicht gesagt. Auch wenn ich es bestimmt nicht schade fände, wenn sie keinen Ärger mehr machen würden. Wegen den Outlaws vor der Stadt? Ich würde denjenigen, der sie zum Verschwinden bringt, auch großzügig entlohnen. Wenn der Preis stimmt, werde ich mich um die Outlaws kümmern. Gut ausgerüstet siehst du ja nicht aus. Richtig. Aber gut, wenn du es wirklich schaffst, will ich mich nicht beschweren. Die Bezahlung sollte kein Problem sein. Geh einfach zu den Outlaws und bring mir ihre Köpfe. Dann bekommst du deine Bezahlung. Du willst ihre Köpfe? Bei Kalan, nein. Was soll ich denn mit ihren Köpfen? Das habe ich nur so gesagt. Sorg einfach dafür, dass die Outlaws verschwinden. Und lass Nett. Dich bloß nicht auf einen Handel mit ihnen ein. Sonst kannst du deine Belohnung vergessen. Von welchen Outlaws redest du genau? Du bist ihnen bestimmt schon begegnet. Sie sammeln sich östlich von hier auf einem der alten Höfe. Gar nicht weit von der Stadtmauer entfernt. Oh, guck mal, der teleportiert mich ja auch ein Stück weg. Na dann. Oh. Ja, so eine Pestübertragung von Ratten kann schon gefährlich sein, deswegen tue ich die direkt mal töten. So, wir speichern mal kurz und probieren es zur Sicherheit mal aus, ob man hier nicht doch durchfliegen kann. Nicht, dass ich am Ende irgendwie Schaden bekomme, weil ich dagegen fliege. Ja, ich bekomme Schaden, weil ich dagegen fliege. Muss ich wohl zwei Steaks essen, um das wieder auszugleichen. Ja, wäre jetzt eigentlich cool gewesen, irgendwie so ein Loch in der Mauer, wo du einfach durch kannst. Na gut, so viel zu dem Turm hier. Dann fliegen wir mal darüber. Hoffentlich klappt das. So zumindest nicht. Critter.
Also die Outlaws kriegen wir natürlich nicht besiegt. Ich nehme den Bogen mal Ziele. Na, obwohl, keine Totenköpfe. Könnte ganz knapp hinhauen. Die Kuppelwache Gustav schickt mich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie uns tatsächlich in die Stadt lassen. Also was will er von uns? Er will, dass ihr von hier verschwindet. Das kann er vergessen. Wenn er will, dass wir abhauen, dann muss er uns schon töten. Wir gehen nirgendwo hin. Wenn er will, dass wir verschwinden, soll er gefälligst selbst herkommen. Sag ihm das. Was hätte ich davon? Du gefällst mir. Erstmal nach dem eigenen Nutzen fragen, was? Du würdest einen guten Outlaw abgeben. Pass auf, ich habe ein Angebot für dich. Wenn Gustav uns tot sehen will, dann wollen wir natürlich ihn tot sehen. Wenn du ihn zu uns bringst, dann bekommst du ein paar Splitter von mir und die Belohnung, die er dir versprochen hatte. Mit anderen Worten, du nimmst dir von seiner Leiche einfach das, was du haben willst. Aber wie gesagt, vorher bringst du ihn hierher. Was hältst du davon? Wie soll ich ihn hierher locken? Keine Ahnung, denk dir was aus. Sag ihm, wir sind zu stark für dich und du brauchst Hilfe. Hauptsache, du lockst ihn hierher. Alles klar? Deal. Ich bringe ihn hierher und ihr kümmert euch um ihn. Wer weiß, wenn er vom Tor weg ist, kommen wir vielleicht sogar hinein. Bevor jemand merkt, dass er weg ist. Obwohl, nee, vergiss das. Dann würden wir nicht mehr herauskommen. Egal. Bring Gustav zu uns und wir kümmern uns um ihn. Wir warten ja auf euch. Okay. Ich komm schon raus. Ich hab ja den Teleport. Bis später. Cool. Das ist mal eine Wendung. Aber der Gustav hat's einfach nicht besser verdient. Der ist schon so negativ auf die eingestellt. Der würde jeden wahrscheinlich umbringen, der ihn auf den Sack geht. Und für diese zukünftigen Missetaten werden wir ihn einfach schon mal... Naja, bestrafen will ich es nicht nennen. Wir werden es einfach verhindern, dass es nicht passiert. Nicht wahr, Gustav? Halt! Ohne ID wird niemand in die Stadt gelassen. Weiß ich. Wegen den Outlaws vor der Stadt. Ich würde denjenigen, der sie zum Verschwinden bringt. Es sind zu viele. Ich brauche bei den Outlaws deine Hilfe. Damit habe ich schon gerechnet. Besonders stark siehst du ja nicht aus. Aber die volle Belohnung kannst du vergessen, wenn ich mitkommen soll. Alles klar? Einen Moment noch. Ich muss noch für Ersatz am Tor sorgen. Es kann schließlich nicht unbewacht bleiben. Ich bin gleich zurück. Alles klar. Lass uns gehen und uns diese Outlaws vornehmen. Gut. Allerdings, was ist, wenn ich jetzt die Outlaws mit ihm umbringe? Lässt er mich dann in die Stadt? Offiziell? Wir speichern mal. Das würde ich gerne mal probieren. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass es dann heißt, du darfst jetzt rein, du bist vertrauenswürdig oder sowas. Und ich würde auch mehr Erfahrung einheimsen, wenn ich die töte, ne? Sofern jetzt kein Dialog gestartet wird, müsste ich ja... Oh shit, der haut ja rein, der Hunter. Ich hasse den Trank. Jedes Mal läuft er in die falsche Richtung.
Wegen den Outlaws vor der Stadt. Ich würde denjenigen, der sie zum Verschwinden... Die Outlaws sind erledigt. So habe ich das gerne. Wie versprochen, deine Belohnung. Aber da du meine Hilfe gebraucht hast, gibt es nur die Hälfte. Und wenn sich wieder mal ein paar Outlaws hier einnisten, komm zu mir. Ich möchte informiert bleiben, was hier vor der Stadt passiert. Es war schön, mit dir Geschäfte zu machen. Wir sehen uns. Jetzt hoffe ich mal, dass uns das irgendwie zugute spielt, hier in die Stadt zu kommen. Ja, jetzt können wir den ganzen Kram hier mitnehmen. Ey, ich wollte mich doch nicht hinsetzen. Kann ich dann trotzdem die Sachen einsammeln? Nö. Handtastruhe verschlossen. Ich brauche 2, okay. Ich kann mit einem Amulett mich auf 1 bringen, aber halt nicht, ne? Ich bin nicht gut genug. Kannst nicht aufbrechen, okay. Ach, Mann. Da wünsche ich mir echt diese Sitzgelegenheiten und Co. hätten einen anderen Button. Na denn, ich glaube, nee, hier könnte noch was sein, oder? Nee, nur der Stuhl. Da gibt es noch eine Leiche, die ich plündern muss. Und dann gucken wir mal, ob das irgendeine Auswirkung hatte. Was war denn das gerade? Seerose, okay. Ey, hier sind ja auch wild. Dann sammeln die mal ein. Keine Ahnung, was die bringen. Aber ist auch eine neue Pflanze. Okay, so. Ich gehe mal von aus, wenn der Hunter... Oh, wer ist denn das jetzt? Ja? Ich suche einen Kerl namens Ray. Er ist ein Outlaw und hat meist eine ziemlich große Klappe. Schon wieder einer, der Ray sucht. Du hast ihn zufälligerweise in letzter Zeit gesehen? Ray? Kenne ich nicht. Pass auf, du sagst mir besser Bescheid, wenn du den Kerl irgendwo siehst, klar? Was zahlst du für eine Information über Ray? Du nimmst besser den Mund nicht so voll. Du kannst froh sein, wenn ich dir deinen Schädel nicht verbeule. Ja, kann ich mir vorstellen, wer mit seiner Hand durch die Rüstung auf die Brust greifen kann. Der hat Kraft, ne? Halt! Keinen Schritt ohne... Die Outlaws vor der Stadt sind tot. Das ist, schade. Einer von ihnen hatte schon seit längerem eine ID-Karte zum Betreten der Kuppel beantragt. Zu blöd, dass er sie jetzt nicht mehr braucht. Aber du siehst aus, als würdest du gerne in die Stadt. Heute ist dein Glückstag. Zufälligerweise ist gerade eine ID frei geworden. Hier hast du sie. Netter Kerl. Es gibt allerdings einige Regeln, über die ich dich informieren muss, bevor du rein darfst. Zum Ersten solltest du dich von den Generatoren fernhalten. Dort hat niemand außer den Technikern etwas zu suchen. Wenn du jemanden triffst, der sich illegal in der Stadt aufhält, meldest du ihn am besten bei uns. Erich wird sich um solche Fälle kümmern. Nur wenn wir alle zusammenhalten, können wir den Frieden in der Stadt wahren. Außerdem bin ich noch verpflichtet, dir mitzuteilen, dass wir, die Kleriker, nicht die Herren der Stadt sind. Im großen Konzil wurde festgehalten, dass die Kleriker diejenigen sind, die für die Unabhängigkeit der Stadt garantieren sollen. Jeder ist hier willkommen. Auch wenn du nicht dazu verpflichtet bist, so möchten wir dich doch dazu anhalten, auf das Wort unserer Suggestoren zu hören. Das war's. Du kannst jetzt passieren. Was ist ein Suggestor?
Unsere Suggestoren sorgen dafür, dass es in unserer Stadt friedlich bleibt. Wenn jemand Probleme macht, dann wird er entweder aus der Stadt geschmissen, suggestiert oder beides zugleich. Aber keine Sorge, bei einem guten Suggestor merkst du nicht einmal, was passiert. Du änderst einfach nur deine Meinung. Wo finde ich Erich? Geh einfach den Weg geradeaus in die innere Burg. Dort solltest du auf ihn treffen. Du hast das Konzil von Magallan erwähnt. Richtig. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Alois. Ich habe noch nie großartiges Interesse an der Vergangenheit gehabt. Wer ist Alois? Alois ist der Judikator, der den Vorsitz über die Stadt hat. Du findest ihn im großen Raum in der Burg. Nicht zu verfehlen, da wo die Generatoren drin sind. Das nehmen wir nochmal schnell mit, aber nice. Das hat ja besser geklappt, als ich gedacht habe. Hat zwar kurz bevor ich diesen Plan gefasst habe, natürlich nochmal eine schöne Wendung gegeben von ich tue Gustav töten zu kommen die Outlaws, machen wir mal weg, dann kommst du hier vielleicht in die Stadt. Aber hey. Nice. Freut mich. Riley. Hey, du. Hör mal. Ich habe ein Angebot für dich. Ich bin auf der Suche nach kaputten Energiewaffen, Kettenschwerter und dergleichen. Denn seit ich die Wüste verlassen habe, ist es für mich schwer geworden, an das Zeug zu kommen. Was ich damit sagen will, ist, wenn du etwas findest, bring es zu mir. Ich mache dir gute Preise. Bist du aus der Wüste geflohen? Geflohen? Nein. Mein Aufenthalt hier ist nur konsequent. Die Wüste ist zwar meine Heimat, aber da wartet auch ein ganzes Heer an Arschmaden, die mir das Leben schwer machen. Hier kann ich mein Talent besser einbringen als beim Duke. Welches Talent? Ich kann aus einem Satz Schnürsenkel, einer Büroklammer und Kleber alles fertigen, was man braucht. Natürlich nur, wenn mir keiner in die Arbeit reinquatscht oder mir sonst wie an den Kragen will. Was in der Kuppelstadt leider Alltag ist. Seit die Berserker sich immer breiter machen, fliegen die Fäuste. Einer dieser Kerle hat sogar meiner Gefährtin den Schädel eingeschlagen. Und jetzt hat dieses Schwein es auf mich abgesehen. Helfen will mir natürlich niemand. Haben allesamt die Hosen voll. Welcher Berserker macht dir Probleme? Brabak. Ein Bulle von einem Mann und zweimal so hässlich. Aber wenn er austeilt, kannst du deine Knochen neu sortieren, sofern du überlebst. Wegen Brabak. Überlass ihn mir. Ich halte dich nicht auf. Im Gegenteil. Wenn du denkst, du schaffst ihn, richte ihm aus, dass er sich von mir fernhalten soll. Auch wenn es wohl besser wäre, wenn du ihm hinterrücks ein Messer in die Rippen rammst. Ich hätte es jedenfalls schon längst getan, aber dazu fehlt mir der Mut. Aber ganz egal, wie du es anstellst, komm danach zu mir und ich zahle dich aus. Lass uns handeln. Alles klar. So, was bietet er denn ab? An. Dietrich, nice. Kostet 25 das Stück. Und ich hab 9. Dann verzichte ich erstmal drauf. Ja, wäre schon nice, ne? Eigentlich auch hier mit Schwertern halt mit so einer Energiewaffe zu kämpfen, ne? Alles schön wegballern. Möchtest du zu mir? Okay, das ist sein Haus. Dann ist da alles verboten drin. Ja, ist jetzt eine gute Frage, ne? Oh, guck mal, eine Drohne. Jörg. Wenn du wegen den Nahrungsrationen hier bist, dann kannst du direkt wieder verschwinden. Ich erkläre es jetzt zum 100. Mal. Da hat sich jemand einen Scherz erlaubt. Ich habe weder etwas zu verkaufen, noch zu verschenken. Wovon redest du da? Wie? Du bist gar nicht hier, um deine kostenlose Ration abzuholen? Ach so, ja. Also entschuldige, dass ich so genervt war.
Es ist nur... Ich hab das Ganze hier so satt. Diese Grabenkriege zwischen Berserkern und Outlaws. Als ich noch Setzer in Goliath war, war alles einfacher. Wir hatten unsere Gesetze. Und an die hat sich jeder gehalten. Warum können wir Menschen nicht einfach alle zusammenhalten? Warum gehst du nicht zurück nach Goliath? Ich bin damals freiwillig gegangen, um ein weiteres Weltenherz in Abessa aufzubauen. Aber als klar wurde, dass der Setzling nicht wuchs, hat Caleb gesagt, dass wir hier bleiben. Nein, für mich gibt es kein Zurück mehr. Ich habe mich den Anweisungen Goliaths widersetzt. Wenn ich zurückgehe, werden sie mich ohne zu fragen in einen ihrer Käfige stecken. Ich wollte ja gar nicht hierbleiben. Aber Caleb weiß, was er tut, und ich tue, was er sagt. Die Kuppelstadt ist... Okay, keine weitere Dialogoption. Bevor ich das Gespräch von denen mithöre, ich guck mich hier nochmal ein bisschen um. Davon bekommt man ja Angst. Wir machen nämlich gleich Schluss. Da können wir hier noch uns ein bisschen so umgucken. Wir haben auf jeden Fall fette Kürbisse. Was haben wir hier? Das sieht irgendwie mit diesem Logo, ne? Wie so ein Verein aus, oder nennen wir es mal Clan. Cooper? Nee. Cooper, mit dir reden wir nicht. Wenn wir Stormson finden, reden wir mit dem noch kurz. Ansonsten... Ja. Hier ist gar nichts. Hey, du. Lass mich raten, ich darf nicht in das obere Viertel? Was? Nein, Blödsinn. Hier darf sich jeder frei bewegen. Ich habe nur eine Frage an dich. Kennst du Ray? Du kommst doch von draußen, oder? Erzähl, wie ist die Lage außerhalb der Kuppel? Momentan ist es ruhig. Ich bin mir sicher, das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Aber unter meiner Kuppel kann uns nichts passieren. Ohne sie wären wir schon lange überrannt worden. Kalan gab uns das Wissen und nun sieh, was wir erschaffen haben. Einen sicheren Hafen für alle Menschen. Du bist für den Bau der Kuppel verantwortlich? Natürlich habe ich sie nicht alleine gebaut, aber ich habe die Pläne für sie entworfen. Mein Name ist übrigens Erich. Konstrukteur der Kuppel und Verwalter über die Techniker und Generatoren, die diese Stadt sichern. Wieso habt ihr nicht auch so eine Kuppel in Ignadon? Die Energie, die diese Kuppel braucht, ist immens und die Fluktuationen müssen konstant ausgeglichen werden. Die Technik ist sehr kompliziert. Es macht keinen Sinn, so einen Aufwand bei einer Stadt zu betreiben, die den Schutz nicht unbedingt nötig hat. Die Felsen rund um den Hort sind ja quasi schon sowas wie eine natürliche Kuppel. Eine zweite komplette Abschirmung ist da nicht nötig. Kann die Kuppel die Alps aufhalten? Natürlich. Was denkst du, warum wir sie gebaut haben? Solange wir den Energiefluss konstant halten können, ist es kein Problem. Leider ist das nicht ganz so einfach. Einige der Energieregulatoren hatten schon wieder Fehlfunktionen. Und das verrät einfach mal so ein neues Gesicht. Ist es nicht gefährlich, wenn die Energieregulatoren nicht richtig funktionieren? Doch, ist es. Wenn wir jetzt angegriffen würden, könnte es wirklich kritisch werden. Wegen der kaputten Energieregulatoren. Ich werde dir mit den Energieregulatoren helfen. Wirklich? Eigentlich wollte ich es gerade selber machen. Wenn du mir hilfst, ist auch eine kleine Belohnung für dich drin. Du solltest dich unseren Aufnahmeprüfungen in Ignadon stellen. Du könntest einen guten Kleriker abgeben. Ich habe den verbliebenen Energieregulator hier bei mir. Bring ihn bitte zu Lutz und hilf ihm, den Regulator einzubauen. Du findest ihn am nördlichen Kuppelpfeiler auf der Mauer. Komm wieder zu mir, wenn du das erledigt hast. Okay, das hört sich ja nach einer einfachen Mission an. Mich stört halt, dass die Berserker keine Waffen zulassen, ne? Das ist das Größte, was mich stört. Also Waffen im Sinne von... Hier. Beziehungsweise Technik allgemein. Ups. Oho, Gott sei Dank, ich habe überlebt.
Ja, diese Flammenwerfer oder wie sie auch immer heißen, ne? Die leben in der Stadt, also auch Berserker. Okay, das ist also so eine gemischte Stadt. Am Anfang am Tor haben sie auch gesagt, die Kleriker sind ja nur zuständig für die Sicherheit und die Verwaltung, mehr oder weniger. Norden, hier ist Norden. Er sagte, auf der Mauer. Na, na. Ist der das? Was willst du von mir? Ey, das ist eine Frau. Mich vertreiben? Oder gar töten lassen? Ihr Menschen macht mir keine Angst. Ihr seid die Pest dieses Landes. Obwohl, irgendetwas ist anders an dir. Treibst du dich öfter unter unseresgleichen herum? Ich war selbst einst ein Alb. Wenn das der Fall ist, dann entschuldige. Du siehst aus, als hättest du dem Elix-Konsum abgeschworen. Wow, du bist ja schlau. Da stand nicht verboten dran. Okay, noch mehr Alps. Immer wieder höre ich. Hey, was gibt's denn da zu glotzen? Dieser Bereich hier ist den Flüchtlingen vorbehalten. Hier gibt es nichts zu holen für euch, Plünderer. Verschwinde hier. Kenn ich dich nicht? Gibt's doch ein Gegenstück. Hast du eine Schwester in Goliath? So hübsch und doch so vorlaut. Noch so ein blöder Spruch und du wirst mich kennenlernen, Freundchen. Du scheinst eine sehr starke Magierin der Berserker zu sein. Naja, ich bin immer noch nicht da, wo ich eigentlich hätte sein wollen. Auf meiner Pilgerreise habe ich schon viel gelernt. Jedoch stagniert meine Entwicklung, seit ich hier bin. Du bist noch in der Ausbildung? Nein, so würde ich das nicht bezeichnen. Von den Berserkern in Goliath kann ich nichts mehr lernen. Auch wenn sie das gerne anders sehen wollen. Meine Kraft ist, seit ich das erste Mal Magie wirkte, stetig angewachsen. Es hat irgendwie mit dem Mana und der Natur des Elex zu tun. Ich verstehe immer mehr die Zusammenhänge. Ich werde immer stärker. Es hört einfach nicht mehr auf. Es ist erschreckend. Wenn du so mächtig bist, warum ziehst du nicht in die Schlacht? Das ist ja das Problem. Ich kann meine Kräfte nicht kontrollieren. Manchmal sind sie übermächtig und fegen alles aus dem Weg. Leider auch nicht selten meine eigenen Leute. Aber die meiste Zeit bin ich genauso verwundbar wie jeder andere Krieger. Darum bin ich auf Pilgerreise, um diese Misere in den Griff zu bekommen. Bist du immer so aufbrausend? Was erwartest du, ein nettes Mädchen vom Lande? Ich bin in Goliath aufgewachsen. Wenn du schon einmal dort warst, dann weißt du, dass das Leben dort ziemlich hart sein kann. Ah ja, komm, wir fliegen mal hoch. Kann ich nicht die Quest hier noch wenigstens zu Ende kriegen? Stand doch am nördlichen. So, hier ist Norden. Ah ja, komm, wir gehen einmal im Kreis. Vielleicht ist sein Norden nicht mein Norden. Oder gibt es hier irgendwie... Aber er hat doch auch an der Mauer gesagt. Oder auf der Mauer. Na, wir finden es schon raus, ne? Kann ja jetzt auch nicht mehr so...
viel Mauer geben, ne? Wir sind ja jetzt, glaube ich, um die Hälfte mal rum. Wird also immer weniger. Guck mal, da steht doch jemand. Ich würde das zwar nicht nördlich nennen. Finger weg von meinen Maschinen. Tut mir ja leid, dass ich das so direkt sagen muss, aber bei jemandem, der von draußen kommt, kann man schließlich nicht vorsichtig genug sein. Und ich kann niemanden gebrauchen, der mir hier Probleme macht. Die Energieregulatoren sind im Arsch. Der Überspannungsmesser schlägt aus ohne ersichtlichen Grund und die Schirmprofiler geben komische Werte zurück. Ich habe wirklich keine Zeit, mich um irgendetwas anderes zu kümmern. Erstmal muss ich mir eine Lösung für die ganzen Probleme überlegen, angefangen bei den Ersatzteilen. Erich schickt mich. Kalan sei Dank. Hast du den Energieregulator? Ja, hier hast du ihn. Sieht gut aus. Danke, dass du mir das Ding gebracht hast. Ich werde ihn sofort einbauen, danke. Am besten gehst du zurück zu Erich. Du kannst ihm sagen, dass ich ihn gerade einbaue. Okay. Okay, das haben wir nochmal schnell mitgenommen. Dann gehen wir die Quest noch ab und dann haben wir eigentlich einen guten Fortschritt heute gemacht. Und wo ist Erich hin? Irre ich mich oder schwankt die Leistung unserer Generatoren? Die B-Serie war noch nie zuverlässig, das weiß ich. Ich muss los. Riffian, Mechaniker. Mechaniker. Weißt du, da steht er erst hier am Tor rum und dann verzieht er sich. Wo soll ich ihn jetzt wiederfinden? Cleanbot. Der Arme muss hier im Regen rumfahren. Das ist ein Suggestor. Ist das hier Erich? Minenarbeiter. Alois. Alles nicht die Leute, mit denen ich reden will. Vorerst zumindest. Ja, aber warum arbeiten wir damit? Hängt der hier rum? Hat dich jemand eingeladen? Nein. Outler. Erstmal Papa. Na, das ist jetzt doch schon wieder furchtbar. Feldarbeiter. Wieso regnet es eigentlich durch die Kuppel rein? Wieso kann Regen durchfallen, aber wir nicht? Ich hab dich gesehen. Was? Ich hab dich gesehen, wie du durch die Kuppel gekommen bist. Wer bist du? Wieso wurdest du reingelassen? Das geht dich nichts an. Dann muss ich wohl davon ausgehen, dass du durch einen Trick hereingekommen bist. So sicher, wie die Kleriker sagen, scheinen ihre Kontrollen wohl doch nicht zu sein. Und damit meine ich nicht nur dich, sondern vor allem diese ganzen Scheiß-Alps in der Stadt. Nervt mich nicht. Ich such doch nur den Erich. Ergibt das irgendeinen Sinn? Bist du ein Erich? Nein. Die meisten gehen mir auf die Nerven. Ganz genau, sonst sag's ihnen. Mir gehen die meisten auch auf die Nerven. Ich bezweifle mal, dass ich einen Erich hier hinten finde. Okay, was ist das hier?
Geheimgang. Da ist eine Klappe auf jeden Fall. Upp. Und wieder eine Ebene höher. Man muss das Eisen schmieden, solange es noch heiß ist. Alles in Ordnung, mein Freund. Wie nennt man das? Mitose? Wenn sich die Zellen teilen? Boah, meine Stiefel riechen vielleicht. Die war schon immer so. Ah, guck mal hier. Das habe ich schon einmal gehört. Hey, das ist ein Mechaniker. Vergiss es. Brabak, Gustav. So? Die Penner können sich auf der Piste. Das hier Erich? Erich, da ist er. Lutz hat den Energieregulator bekommen. Ich habe nichts anderes erwartet. Kalan, dank dir. Hier hast du eine Kleinigkeit für deine Mühen. Ich meckere ja auch nicht, wenn ich dich bewirte. Nett, Blitzer und Erfahrung. So weit einer muss den Sauhaufen hier führen. Wer Ärger sucht, bekommt ihn auch. Jawohl. Dann. Mit dieser schönen Tonne im Hintergrund. Danke ich wieder fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit. Morgen ist der 24. Nein, heute ist der 24. Also vor Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Fest. Und wir hören uns dann die Tage. Macht's gut.